Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Yannick Spang, Geschäftsführer der Yagendu Media GmbH aus Köln. Wir machen E-Commerce, Webdesign, Webentwicklung und alles, was man online so tun kann. Wir betreiben auch eigene Online-Shops im Bereich Mode mit einer anderen Firma. Und ich versuche euch heute mal ein bisschen was zu zeigen, inwiefern man sich von seinen Konkurrenten abheben kann, weil die meisten Konkurrenten, die sich im E-Commerce bewegen, ziemlich lieblos agieren und da kann man es auf jeden Fall besser machen, weshalb ich euch einfach mal ein paar Impulse mitbringen möchte. Der Vortrag heißt E-Commerce, erfolgt durch Leidenschaft. Das, wie auf dem Joomla Day sind, wissen hoffentlich alle. Mein Lieblingsmotto ist, ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität, weil wenn man an was keinen Spaß hat, dann kann es auch nichts werden und deswegen muss man in alles, was man tut, Leidenschaft stecken. Und ich sage dann noch, ohne Genialität wirst du nicht gegen deine Mitbewerber ankommen, weshalb man natürlich sich über oder vor dich stellen muss. Es gibt für euch gute Neuigkeiten, denn der Großteil von euren Wettbewerbern kennt Genialitäten nicht. Man sieht es im Web, es gibt hunderte von tausenden Online-Shops, die haben ein Standard-Template, die haben die Herstellertexte, die sind einfach ja, einheitsbrei und weshalb sollte der Kunde sich für euch entscheiden, wenn er keinen Unterschied zu eurem Konkurrenten sieht. Beispiele gefällig, jetzt ein paar grauen Szenarien an Online-Shops, die man so sieht. Unübersichtlich, nicht wirklich schön, nicht bedienbar. Wir sehen hier unten 4 Buttons. Wo soll der Kunde klicken? Was soll er tun? Wie orientiert er sich? Und dann haben wir da unten noch schön ein paar Meetlinks. Das ist natürlich besonders gut in einem Online-Shop. Ja, was soll man sagen? Nicht so schön. Unübersichtlich. Oldschool. Auch so ein Fall. Viele Informationen unübersichtlich. Nicht gerade benutzerfreundlich. Dieser Shop steht mit Olivenöl auf Platz 10 in Google. Dementsprechend haben die schon Traffic und dann kommt man auf die Seite einmal zurück, guckt sich um, kommt auf Bestellen, landet dann auf dieser Seite. Das ist dann kein Checkout, sondern ein Bestellformular. Wenn ich das auf eine Folie bringen wollen würde, sieht dieses Bestellformular so aus. Das ist unglaublich. Was soll ich kaufen? Wo will ich hin? Was muss ich tun? Der Kunde weiß es nicht. Hier, das ist ein ganz, ganz hartes Beispiel. Ich würde es euch gerne online zeigen. Diese Webseite besteht eigentlich nur aus GIFs blinkend und im Hintergrund singt wer. La, 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 la. Also das ist unglaublich zum Heulen. So, das war jetzt ein bisschen Vorgeblänkel. Jetzt geht es erst richtig los. Ganz große Unternehmen sind im Online-Markt vertreten und man fragt sich, weshalb sollte ich jetzt noch starten? Weil die haben ja eine Vormachtstellung, die eigentlich schwer anzugreifen ist, aber das Zauberwort ist eigentlich Spezialisierung. Beschränke dich auf einen kleinen Markt und dann kannst du dich von unten hochkraxeln und wirst doch irgendwann eine gewisse Reichweite haben. 150.000 bis 300.000 Unternehmen sind in Deutschland im Bereich E-Commerce tätig. Das ist eine unglaubliche Zahl, ich konnte es gar nicht glauben, Quelle iBusiness, ich glaube 2011. Der E-Commerce-Umsatz 2012 alleine in Deutschland waren 39,3 Milliarden Euro. Davon wollen wir natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben, auch wenn die Top 10 Online-Shops schon 21% des Gesamtumsatzes abgreifen. Aber wie gesagt, man kommt mit Leidenschaft auch dahin. Wir haben verschiedene Ausgangsszenarien. Zum einen vertreibst du ein Produkt, das du selbst herstellst. Das ist ein sehr guter Fall. Zum anderen kann es sein, dass du für einen Hersteller exklusiv Produkte vertreibst. Dementsprechend können die Kunden nur zu dir kommen und dementsprechend auch bei dir kaufen, was wieder ein guter Fall ist. Du vertreibst ein Produkt, das besser ist als andere, zum Beispiel Apple. Die machen es gut, wobei die letzten 3-4 Jahre ist da ja auch nicht mehr viel gekommen, mal abgesehen vom neuen Mac Pro. Du vertreibst ein Produkt in einer relevanten Nische, auch eine gute Ausgangssituation, um einen Online-Shop zu starten oder Fuß zu fassen.
Du vertreibst ein Produkt, das eine Preisbindung hat, also sprich, deine Konkurrenten haben es schwierig, deinen Preis zu unterbieten, was online aktuell ja das Hauptziel ist. Braucht man nicht, weil dann begibt man sich in einen Markt, wo es eigentlich nicht Spaß macht, seine Produkte zu verkaufen. Man hat Stornos, man hat Support und viel, viele andere Dinge, Versand etc. pp. Wenn du dich in diesem Best Case bewegst, frage ich mich, worauf wartest du? Starte einen Online-Shop, gib Gas und verkauf. Hackster Case. Du vertreibst ein Produkt, das es überall sonst gibt. Nächster Case. Du verkaufst ein Produkt, das es woanders preiswerter gibt, teurer. Warum soll der Kunde bei dir kaufen? Das ist die Frage. Da muss man sich halt herausstellen in Form von seiner Seite, von Texten, vom Marketing etc. pp. Du vertreibst ein Produkt, das sehr beratungsintensiv ist, ist für online eine schwierige Sache, geht aber auch, wenn man weiß, wie man es tut. Versuch dein Glück, einfach, wenn du in diesem Bereich ein Produkt hast, verkauf es online. Worst Case ist natürlich, wenn du online ein Produkt verkaufst, das eine schlechte Qualität hat. Es kommt zu 80% zurück, das heißt, du kriegst ein Storno, hattest Porto für hin, im schlimmsten Fall auch Porto zurück, wenn es über 40 Euro war, nicht so sinnvoll. Du verkaufst ein Produkt, das sehr tiefpreisig ist. Versand, Porto etc. pp. Auch nicht so gut, kann man aber auch noch was draus machen, auch wenn es jetzt in dem Fall der Worst Case ist. Du vertreibst ein Produkt, das Amazon zum Beispiel unschlagbar preiswert anbietet. Wird schwierig für dich. Nächster Fall. Du vertreibst ein Produkt, das sich nur über die Haptik verkauft und dann noch eine geringe Marge hat. Würde ich die Finger von lassen. Lass es lieber sein. So, das mal zu den Produktgruppen. Zeige Leidenschaft, dann kannst du im Best Case, im Middle Case und im Worst Case trotzdem Fuß fassen und vorankommen. So, meinen Vortrag habe ich unterteilt in drei Bereiche, Hauptbereiche. Einmal das Produkt, wie kann ich es präsentieren, dass es sich von anderen abhebt? Weil, wie gesagt, der Großteil stellt einen Shop online und hat die Texte drin vom Hersteller oder. Das ist halt, man hebt sich nicht ab. Ich fange einmal mit dem Produkt an. Was haben wir für Möglichkeiten oder Impulse, dem Kunden klarzumachen, dass er bei euch kauft und nicht beim Konkurrenten? Da haben wir Details und Eigenschaften zum Produkt. Entschuldigung. Das können zum Beispiel sein die Qualität. Und wie verkaufe ich dem Kunden die Qualität? Jede Eigenschaft hat einen Trigger, den man ausbewirken muss. Zum Beispiel bei der Qualität wäre das das Wertversprechen, dass es besonders gut ist, dass man sagt, es ist aus... es ist besonders liebevoll fabriziert etc. pp. Die Verarbeitung ist ein Punkt von Qualität, den man herausheben kann in seinen Beschreibungen, in seinem Auftritt, in seiner Werbung etc. pp. Die Eigenart, zum Beispiel das iPhone, das ist aus Glas, das hatte früher keiner. Das ist eine Eigenart, über die lässt es sich verkaufen. Die Herkunft. Zum Beispiel, das Produkt ist in Deutschland hergestellt, made in Germany, das sagt man immer so schön, verkauft. Bei Oliven könnte das zum Beispiel sein, kommt aus Kreta, zieht auch. So, dann die Produktion. Wie vermitteln wir dem Kunden, dass das Produkt, das wir haben, besser ist? Man kann zum Beispiel die Trigger verwenden, Nachhaltigkeit, dass es ökologisch hergestellt wurde, dass es Fair Trade ist, dass es handgemacht ist. Und das sind alles Trigger, die beim Kunden einfach ziehen und die andere Shopbetreiber so nicht herausheben. Also wenn ihr das heraushebt, dann habt ihr schon einen Vorsprung zu euren Kunden. Nächster Punkt, Exklusivität. Trigger, weniger Anbieter, Preis, teuer, selten, zum Beispiel eine ganz tolle Uhr, die es nur bei 5 Anbietern in Deutschland gibt oder so. Kann man sehr, sehr gut beschreiben, herausheben. Dann haben wir die Lebensdauer. Duracell zum Beispiel verkauft sich nur über, hält länger. Die Garantie, die Laufzeit sind alles Punkte, die man hervorheben sollte und vor allem das Problem des Kunden halt auffassen sollte in seinen Beschreibungstexten, in seinem Auftritt und so weiter. Falls ich zu schnell bin, sagt das. Oder falls Fragen sind, einfach Fragen. Ja? Beliebtheit.
wenn man von seinem Produkt sagen kann, ja, das haben schon so und so viele Kunden gekauft, dann ist das für den Kunden ein Faktor, der Vertrauen schafft. Gleiches gilt für Bewertungen. Und die Identifikation des Kunden mit dem Produkt, zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene, diese ganzen Hip-Hop-Fans, die kaufen sich alles von Bushido oder was weiß ich, kann man halt darüber auch verkaufen, sehr gut sogar. Über die Funktionalität, klar, kann man immer hervorheben, wenn es ein Problem löst, wenn es sehr einfach zu bedienen ist, wenn es eine Innovation ist, damals auch Apple, iPhone, jetzt heute haben es alle. Die Verfügbarkeit ist auch ein Punkt. Es gibt so viele Shops, in die man reinkommt und dann ist zuerst mal ein Drittel der Produktpalette ausverkauft. Ist natürlich schlecht für die Conversion. Man kann werben, dass es sofort lieferbar ist, dass es schon hell da ist. Jetzt Trend, Same-Day-Delivery, kommt immer stärker. Schau mal, wo es in 2 Jahren steht. Ist ein sehr guter Punkt, um sich von anderen abzuheben, um sein Produkt zu verkaufen. Der Preis. Wie ich eben sagte, ist aktuell viel über den Preis. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, weil hey, du magst die Kunden haben, die natürlich nicht auf den Preis schauen, weil die auf den Preis schauen, sind meist auch die am meisten Arbeit machen. Deswegen sollte man es vermeiden, über den Preis zu verkaufen. Wenn sonst nichts hilft, kann man das natürlich trotzdem machen. Das alles sind Vorteile und Nutzen für den Kunden, die man unbedingt hervorheben sollte. Und das kann man echt mit einer Herstellerbeschreibung. Deswegen sollte man sich die Mühe machen, dass man diese Sachen auch hoch dem Kunden nahe bringt. Dem Kunden zeigt, hey, wir haben was Besonderes. Und das setzt halt voraus, dass man mit Leidenschaft rangeht. Man kann nicht einen Shop aufbauen und sagen, okay, ich packe jetzt hier 3000 Produkte rein und ich habe keine Texte drin, ich habe keine Bilder drin, alles schon gesehen. Ihr bestimmt auch, oder? Ja. So, und wie verpacke ich diesen Nutzen jetzt am besten in meine Präsentation des Produktes? Und zwar nicht nur auf die Produktseite, sondern auch auf die Kategorieseiten, auf die Startseite und im Idealfall halt auch gleich ins Marketing. Also, dass man diese Vorteile, die man gegenüber anderen bietet, hervorhebt. Das Grundziel ist eigentlich, dass man es schafft, den Kunden zu emotionalisieren. Dass man Vertrauen schafft, dass man sagt, hey, du bist in meinem Online-Shop, du kannst mir vertrauen, weil wir haben 20.000 Kunden gehabt, wir haben sehr gute Bewertungen, wir haben TÜV-Siegel, wir haben verschiedene Möglichkeiten, um dem Kunden eben zu vermitteln, dass er uns vertrauen kann. Und Vertrauen ist online fast das Wichtigste, was es gibt, weil keiner zahlt gerne Geld, wenn er nicht weiß, wohin sein Geld geht. So, als letztes muss man das Bedürfnis beim Kunden erwecken. Warum brauche ich dieses Produkt? Wenn ich die technischen Details sehe, dann erklärt mir das nicht. Deswegen muss es klar sein. Hey, ich brauche das, weil. Beantwortet die Frage, warum brauche ich dieses Produkt? Fasse ich hier nochmal auf. Und zwar Emotion, Vertrauen, Bedürfnis. Das muss man implizit und verständlich präsentieren, so dass der Kunde auf die Seite guckt und wenig denken muss, dass der sofort weiß, hier bekomme ich das und das und hier habe ich den und den Vorteil, wenn ich hier kaufe. Fragen, die man innerhalb seiner Präsentation beantworten sollte, sind, warum braucht der Kunde das? Wie kriegt der Kunde das? Wie funktioniert der Kaufablauf? Wie bekomme ich es am Schluss geliefert, was für Lieferzeiten und vor allem, was kriege ich geliefert. Genau. So. Man muss den Kunden inspirieren und innerhalb des Prozesses überzeugen, dass er hier bei dir im Shop in der richtigen Stelle ist, um sein Geld loszuwerden, um es mal plump zu sagen. Ich bin einen Tick zu schnell, glaube ich. Ich habe ganz viele Folien. Ich dachte, es wird enger, aber das passt schon.
Hauptziel ist einfach, inspiriere und überzeuge die Besucher, damit sie verstehen, dass sie das, was du jetzt, dass sie das jetzt und von dir kaufen möchten. Der Kunde darf auf gar keinen Fall das Gefühl haben, dass er das jetzt kaufen muss. Zum Beispiel war Hellers eben nur noch 2 Tage gekriegt und dann ist es abgelaufen, weil das hat einen Tick von ja, dass man ein schlechtes Gefühl kriegt. Und deswegen würde ich davon abraten, dass man dem Kunden das aufzwingt. So, die Elemente der Präsentation. Da geht es jetzt darum, was für Elemente man auf der Webseite unterbringen kann. Sowohl auf der Produktseite, als auch auf der Detailseite, als auch auf der Startseite und allen anderen Seiten auch. Wir sehen Shops, die haben einfach ihre Startseite, da steht ein Text drauf, herzlich willkommen in Shop A, B, C. Schön, dass Sie hier sind, Sie können jetzt hier kaufen. Man bekommt aber nicht gesagt, warum man hier kaufen muss. Genau, man muss darauf achten, dass man implizit dem Kunden vermittelt, was kriege ich hier, von wem kriege ich es und das schafft man durch zum Beispiel Titel, durch die Bilder im Shop. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man mit Bildern die Emotionen anregen kann. Dann haben wir Produktbeschreibungen. Da müssen wir, das habe ich eben schon mal kurz angeschnitten, darauf achten, dass der Kunde oder in dem Fall der Besucher noch den Nutzen des Ganzen klar und deutlich erkennt. Was kriege ich hier? Was soll ich hier? Warum brauche ich das? Und dann noch die technischen Details. Gibt es Fragen? Bin ich zu schnell? Gefällt es euch bisher? Gebt mir mal ein kleines Gefühl, so, ob das ankommt oder nicht. Ich bin gerade hier voll am Abgehen. Ich bin echt auch aufgeregt, muss ich euch sagen. Ich habe noch nicht viele Vorträge gehalten. Läuft ganz gut. Super, das freut mich. Das ist super. Ich merke nur, ich bin echt schnell. Das macht nichts. Gut. Ein sehr, sehr guter Punkt sind auch Videos. Das wäre vom Videoteam. Eine kurze Frage, geht denn ins Internet auch? Oder? Ja. Ja, okay. Videos zum Beispiel, wenn man in einen Shop kommt, zeige ich später, der was für Outdoor-Menschen verkauft, also für Outdoor-Liebhaber etc. Dann kann man durch Videos so viel erreichen, dass man eine Story erzählt, dass man die Emotion perfekt, indem man sagt, hey, ich gehe jetzt durch die Wüste und mache eine Tracking-Tour und ich brauche dieses Teil jetzt, diese Ausrüstung, die brauche ich unbedingt. Und das kann man durch Beschreibungen, durch Videos, durch Details des Produktes sehr gut hervorheben. So. Ein anderer Punkt sind Call-to-Action-Elemente. Ich sehe Shops, da sind die Kaufen-Buttons so groß und drumherum ist so viel Text. Da suchst du auf der Webseite die Call-to-Action-Elemente. Der Kunde sieht zwar, was er kriegt, sieht aber gar nicht, wo soll ich denn jetzt hin, dass ich das kriege. Hilfen. Ein großer Punkt, komme ich auch später nochmal detaillierter drauf. Es geht nicht darum, dass man immer eine Hilfeseite hat oder so, sondern man sollte darauf achten, dass man in seinen Produktseiten, Kategorieseiten und Startseiten immer schon die Hilfen gleich verfügbar hat, dass man dem Kunden grundsätzlich, sobald er deinen Shop betritt, den an die Hand nimmt und sagt, hey, fühl dich hier wohl, hab Spaß hier, ich helfe dir bei allen deinen Fragen. Es ist so ein mächtiges Instrument, wenn man gleich im Vorhinein dem Kunden alle Fragen, die sich theoretisch stellen könnten, beantwortet. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Wie meinst du das? Wenn man jetzt ein Konsumerprodukt anbietet oder man ein Investitionsprodukt
50, habe eine andere Wahrnehmung als bei diesen 20-Jährigen. Allein schon von meiner Auffassungsgabe her, wenn meine Tische runterlaufen, dann sagt jemand, jemals wirklich ein Netz noch nicht verpasst. Da haben sie noch zu viel Geld. Kann ich aber nicht mehr. Das bin ich schon zu schnell. Okay. Deswegen denke ich mal, auch ganz wichtig, dass man die Zielgruppe sich vor Augen führt. Wenn man sich über eine Website gestaltet, dann hat der Geschäftsführer eine tolle Idee, dann hat man die Zielgruppe gar nichts zu tun. Weil der vielleicht auch jemand ist, der jetzt nicht alt ist vom Alter her, aber eine ganz andere Struktur mit Denken. Und wie kriegt man das überein, dass derjenige den Auftrag gibt, weil der eine andere Wahrnehmung hat, wie eigentlich seine Zielgruppe, obwohl das gleich nicht, meistens muss man eine Agentur beauftragen, das dazu machen. Aber oftmals ist es ja so, dass die Leute denken, nein, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich kenne meine Kunden, aber ich kenne sie Kunden nicht. Genau. Ja, das ist ein großes Problem, wenn man eine Website gestaltet, dass man nicht in der Lage ist, eigentlich eine Befragung machen oder ein Bild erzeugen. Wie nimmt überhaupt mein Kunde oder meine Zielgruppe, die gucken meine Website überhaupt wahr oder nicht wahr? Richtig. Ja, es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Vor allem ist es sehr wichtig, dass man eine zielgruppenspezifische Anfrage findet. Und das bringt man oftmals echt mal unter einen Hut. Nehmen wir als Beispiel mal eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille kaufen sich von jung bis alt alle wahrscheinlich. Viele auch online. Und es geht zum Beispiel, dass man das Ganze auch auffächert. Also dass man von dem Gedanken sich loslöst, dass man eine Produktdetailseite für ein Produkt hat. Zum Beispiel sagen wir bekommen unseren Traffic von einer Partnerseite, in der es jetzt eine Zielgruppe gibt, die sehr jung ist. Dann könnten wir diese auf eine andere Landingpage schicken, als wenn der Traffic aus einem Shop kommt, ich sag mal jetzt, aus einem Shop, von einer Webseite kommt, Ü50 Forum, keine Ahnung. Dann könnte man den Traffic auf zwei verschiedene Seiten schicken und da dann zielgruppenspezifisch das aufgreifen. Zum Beispiel, dass man als Teaser hat, wenn der Traffic von der Seite kommt, wo die Zielgruppe, sagen wir 18 ist, dass man auffasst, hey, du magst im Sommer stylisch aussehen, trag diese Brille, weil diese Brille macht dich zum Pimp oder keine Ahnung wie. Wenn der Traffic kommt von diesem Ü50 Forum, könnte man auffassen, sie wollen am Wochenende einen Ausflug machen, eine Bootstour, passen sie auf, dass die Sonne sich nicht blendet und mit dieser Brille erreichen sie das. Beantwortet das die Frage? Ja. Darf ich mal fragen, wer von euch betreibt den Online-Shop oder wer ist im E-Commerce tätig? Das ist sogar die Mehrheit. Wer mag den nächsten Online-Shop starten? Ja, auch? Du? Nicht? Gar nicht? Ich baue welche, aber ich betreibe selbst keine. Okay, alles klar. Also sprich schon E-Commerce-Leute hier. Super. Zeitlich begrenztes Angebot war ich auch gar nicht, ne? Genau, man kann, wobei ich eben sagte, dass man das eigentlich echt tun sollte, dass man dem Kunden das Gefühl gibt, er muss jetzt kaufen. Trotzdem kann man das so handhaben, dass man eine Rabattaktion hat. Der Kunde kriegt zwar später das Produkt noch, hat aber jetzt die Chance, es preiswerter zu kriegen. Oder er kriegt zur Brille noch einen Schal zu. Kann man mal machen, so als Marketingaktion. Der Kunde denkt sich dann, wow, ey, hier, das war voll der Deal. Warum sollte ich hier denn echt noch ein zweites Mal einkaufen? Und im E-Commerce ist es so, wenn man Traffic bekommt, dann kostet der meistens Geld. Sei das über PPC, über SEO, über Affiliate, über Fastbase. Man mag ja nicht für jeden Kauf einen Teil von seinem Umsatz abgeben an einen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man dem Kunden eine gute Experience gibt, dass man sagt, hey, ich gebe dir jetzt was drauf und dann kauft der später wieder, weil dann haben wir später einen Upsell, der kein externes Geld kostet, weil wir dem Kunden vorher schon das gute Gefühl vermittelt haben. So. Lagerbestand ist ein Trigger, den man unglaublich cool benutzen kann. Wir haben da verschiedene Tests gefahren, wo man spielt mit dieser Anzeige nur noch zwei auf Lager. Man
Genau, Verknappung. Man glaubt gar nicht, wie stark dann die Kaufrate steigt. Das ist unglaublich. Das ist aber auch ein bisschen gray. Ja? Also, ob man das grundsätzlich tun sollte, man veräppelt den Kunden ja, dann auch. Aber so für Tests oder für mal bestimmte Fälle kann man das schon mal machen. Das ist eine Frage, ob der Lagerbestand und gleichzeitig über das System fliegt. Also, ich zum Beispiel eine Zeitschrift und wir machen schon für eine Zeitschrift, wenn 5000 Stück gedruckt und ich will die auch intern verwalten. Das ist ein Riesenakt, wenn ich jetzt meinen tatsächlichen Bestand pflegen möchte und trotzdem die Leute sagen, hör mal, wir haben noch 30 Stück auf Lager. Dann ist so einfach, dann wird immer, oder zumindest wird unkompliziert für denjenigen, der später den Shop pflegt. Ja, also ich könnte das Ganze rausholen und hab die Funktion immer 30 Stück Flagge überhaupt dann an die Shop-Funktionalität benutzen, sondern schreibe das einfach nur dahin. Dann wird irgendwann wirklich great. Ja, das ist halt die Frage. Ich finde halt, dass wenn man einen Shop aufbaut, dann sollte man das schon so professionell machen, dass halt das auch dann im Background an das Lager angebunden ist und dass man da echt die reellen Werte ausgibt. Was aber nicht heißt, dass man eine Funktion haben kann, um zum Beispiel, wenn man jetzt eine TV-Kampagne fährt oder so, dass man eben dann eine Funktion startet, in der man sagt, okay, jetzt schalten wir an, es sind eben nur noch 60 auf Lager und wenn der TV Traffic einprasselt, dann ist die Kaufrate viel höher. Es kommt halt immer darauf an, was zahlst du gerade für deinen Traffic? Wie holst du daraus am besten was raus, dass das Geld, das du in den TV-Spot oder in die Zeitschriftenwerbung reinsteckst? Ne? Deswegen kann man schon mal mit so Verknappungspunkten arbeiten, aber immer konsistent, dass man schreibt, okay, es sind grundsätzlich 5 auf Lager, so behält der Kunde 2-3 Mal zu deinem Shop kommt und immer sieht, es sind immer 5 da, fühlt er sich veräppelt und das ist nicht das Ziel, weil dann schaffst du kein Vertrauen. Und würdest du über das Abendsystem machen oder über eine Angabe von Stückzahl oder Variable? Das ist eine Geschmackssache. Du kannst natürlich deinem Konkurrenten zeigen, was du auf Lager hast. Wenn du das nicht magst, dann zeig halt eine Ampel. Ne? Zeig halt rot, es ist gar nichts da, gelb, wie auch immer. Wobei ich da jetzt keine spezifische Variante empfehlen kann. Ja, Geschmackssache. Andere Fragen? Gefällt es euch? Gut, nächster Punkt. Zugaben. Habe ich gerade eben schon ein bisschen vorweggenommen. Zum Beispiel das mit der Brille und dem Schal. Wir haben das jetzt so, wir verkaufen auch in einer anderen Firma Brillen, Sonnenbrillen, Accessoires und so. Und wir geben zu der Brille dann noch einen Brillenbohrhädel zu. Das Teil, das kostet fast nichts, aber der Kunde fühlt das trotzdem als, ja cool, ich kriege ja nicht nur die Brille, sondern bekomme auch noch einen Brillenbohrhädel aus dem Mikrofaser. Der meine Brille gleichzeitig als Brillen, der mir gleichzeitig als Brillentuch dienen kann. Bitte. Bei dem Ganzen, was mir so gefällt, ist immer noch unterscheiden bei Shops, ob ich in dem Shop gleich stabil verhaute, zum Beispiel als Hersteller, Darbauer zum Beispiel diese ganzen Sachen nicht. Also das, was du mir jetzt so schreibst, ist so typische Sachen für so preisaggressive Shops. Wenn ich halt so rangehe und muss halt über den Preis verkaufen, hast du ein Beispiel? Also wenn ich zum Beispiel hochwertige Uhren verkaufe, dann hast du ja die Wertigkeit in der Herstellung der Uhr. Wollen die Leute ja die Uhr haben, die wollen ja nicht noch eine Uhr, die hier so das auch mehr herstellen. Das kann sogar die Touchscreen-Messer dann heißt, so jetzt kriegst du ja 20% Rabatt und noch eine Tüte und einen Kasperkopf oder sonst was oben drauf, denken die Leute unseriös. Okay. Das muss man bitte so unterscheiden. Das entscheidet sich auch schon. Verstehe. Das setzt aber dann in dem Fall voraus, dass es eben dann wirklich der Hersteller ist, der auch verkauft und das exklusiv verkauft. Weil in den meisten Fällen ist es ja schon so, auch wenn der Hersteller seinen Hersteller-Shop hat, dass der dann auch noch andere beliefert, die es auch verkaufen. Und damit
muss man ja schauen, ob das dann passt und ob man echt sich auch mal an seine Wiederverkäufer anhängen muss, wenn die eine Aktion fahren. Das ist eine Frage, klar, verstehe ich, was du meinst, wie man das handelt. Wie gesagt, das sind auch nur Impulse. Das passt bestimmt nicht auf alle Shops zu jeder Zeit. Es ist halt, was habe ich, wie bin ich aufgestellt, was habe ich für einen Status? Und darauf kann man dann reagieren. Wobei ich dann doch ein sehr, sehr gutes Beispiel habe. Bonprix.de kennt ihr? Das ist ein ziemlich großer Shop. Der ist bei den Top 10, wenn ich mal drin gewesen bin. Die geben als Zugabe für jede Bestellung, die nicht storniert wird, 3 Euro. Also sprich, man kriegt dann für seinen nächsten Kauf einen Gutschein für 3 Euro. Ist ja auch eine Zugabe. Ne, das geht jetzt bei dem Beispiel von dir auch. Ne, der Hersteller kann ja sagen, hey, kauf das. Und wenn du es kaufst und es nicht zurückschickst, bekommst du danach halt einen Gutschein für 3 Euro, dass du dass das nächste Mal sparst. Ne? Fragen? Bewertungen. Bringt überall auf eurer Webseite Bewertungen unter, Sternchen unter, Reviews unter, am besten mit Gesicht, Klarnamen und einer URL vielleicht, weil das ist ein Punkt, das schafft Vertrauen, den darf man echt nicht außer Acht lassen. Kennt ihr, ne? Kauft ihr zum Beispiel auf Amazon, wenn ihr seht, dass ein Produkt keine Bewertungen hat, eher ja oder eher nein? Ja, nein, 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 ne? Also belegt. Guti, weiter geht's. Rezension ist das gleiche im Grunde, es geht halt um den Text. Bei dem ersten Fall geht es mir um Sternchen und Bewertungen an sich. Nächster Punkt, Trust-Symbole. Der Rüdiger sagte eben, das ist ein speziell deutsches Thema, fiel mir so noch gar nicht auf, war mir auch neu. Nur in Deutschland ist es unglaublich, wie die Leute auf diese TÜV-Siegel oder diese Trusted-Shop-Siegel abfahren. Das ist... Man tut seinen Shop sowieso, was gut ist, nicht nur wegen dem Siegel, sondern wirklich an die Vorgaben von Trusted-Shop hält. Genau. Gewinnt der Shop sowieso dadurch, also nicht nur dadurch, dass er ein Siegel kriegt, sondern weil man die Technik so weit verbessert, dann für die Nutzer nicht schlecht ist. Von daher wird allein schon mal die Standards für den Trusted-Shop-Siegel. Genau, ja. Trust-Siegel, wie gesagt, könnten sein Trusted Shops, TÜV, kann aber auch ein SSL-Icon sein. Weshalb das verkauft, ist mir auch heute noch nicht klar. Die Leute, die assoziieren damit einfach Vertrauen, auch wenn die NSA das jetzt geknackt hat. Kontakt. Man kann auf seiner Webseite eigentlich gar nicht genug Kontaktmöglichkeiten anbieten. Sowohl auf den Präsentationsseiten als insbesondere auch im Checkout. Bei den meisten Shop geht es so weit, dass man sagt, okay, der Kunde hat das Produkt jetzt im Warenkorb, klickt auf Checkout und ab dann ist der Kunde im Grunde verloren. Dabei ist er der wichtigste Kunde, beziehungsweise wieder in diesem Status dann noch ein Besucher, der qualifiziert kaufen mag. Und wenn man im Warenkorb ist, dann packt eine Telefonnummer rein. Wie erreicht er euch im Checkout? Weil der Kunde will jetzt kaufen, der möchte jetzt kaufen. Deswegen lasst ihn euch kontaktieren, auch wenn es euch mehr Arbeit macht. Viele Shops, die haben halt ganz unten dann im Footer so einen kleinen Kontaktlink. Macht das so, dass der Kunde das sieht und dass er gleich draufkommt. Und vor allem, man glaubt, dass dann unendlich viele Anfragen kommen. Das ist gar nicht so. Wir haben das auf unseren Seiten so prominent, das kann man gar nicht übersehen. Und trotzdem ist das im Verhältnis zur Kaufquote noch ein echt geringer Aufwand, was den Support und die Pre-Sale-Beratung betrifft. Letzter Punkt für diese Folie. Vorteile hervorheben. Die Lieferzeiten. Garantie, der Umtauschzeitraum und so weiter. Bis dahin Fragen von euch? Nee? Gut. Hier
hier habe ich euch jetzt mal einen Shop mitgebracht, den ich als Beispiel sehr, sehr gut finde. Ich finde, der Shop ist so eine Art Best Practice für kleine Shops. War, hey, die verkaufen nur eine Produktgruppe. Ich glaube, jetzt bis vor 3 Tagen waren es noch 2 Bordelle, jetzt sind es 3. Die verkaufen so einen Schlafsack, in dem man so Arme und Beine hat. Das ist kannte ich gar nicht. Kennt ihr das, diesen Busco-Bag? Das ist so cool, das Teil. Jedenfalls, man kommt in diesen Shop rein und sieht gleich auch auf der Startseite ein Riesenbehild mit einem Titel, bei dem der Kunde impliziert, was er da kriegt. Also der sieht, hier gibt es einen Schlafsack mit Armen und Beinen. Das heißt, der Kunde weiß sofort, wenn er am Shop ist, um was geht's hier. Die meisten Shops, du kommst drauf und musst dich zuerst mal 10, 15 Sekunden orientieren, bis du verstehst, was du kriegst. Und da du was verkaufen magst, musst du dem Kunden dieses Denken ersparen. Der soll nicht denken, der muss draufkommen und soll gleich kaufen. Wir haben hier oben ein Video, da zeigen die dann so, die springen mit diesen Schlafsäcken durch die Wüste und haben Spaß. Und es ist Freiheit, es ist emotional, es ist ansprechend. Da unten haben wir gleich auch auf der Startseite, was ist ein Musuk-Bag überhaupt? Oder Musuk-Bag, keine Ahnung, wie man es auf Englisch ausspricht. Wir bewerben den Topseller. Also die bewerben den Topseller. Die bewerben aber auch die La-Hate-Version und kennzeichnen das noch bei so einem Spezialteil. Vielleicht haben sie bei diesem La-Hate die größte Marge, keine Ahnung. Also sie heben es einfach hervor. Da unten ist das Trusted Shop Siegel, von dem wir eben gesprochen haben. Sie zeigen Facebook-Fans. 3080 Fans sind für einen Shop schon okay. Läuft. Wir haben eine übersichtliche Navigation. Wir haben einen Punkt About. Wir haben einen Punkt Vergleichen. Und jetzt geht es weiter zum Punkt About. Was ich eben versucht habe zu erklären, ist, dass man halt dem Kunden Vertrauen schafft. Und da bietet es sich an, dass man einfach eine Story erzählt. Wer sind wir? Wie kam es zu diesem Produkt, das wir verkaufen? Finde ich hier sehr, sehr cool gelöst. Vor allem, weil man unten auch dann auch mal auf den Designer eingeht und sein Gesicht zeigt. Das schafft Vertrauen, weil man damit halt, ja, wie sage ich das, weil man damit halt die Verbindung vom Produkt zu echten Menschen herstellt, weil es ist online so, das ist sehr anonym eigentlich. Und wenn man sich aber zeigt, dann ist das ein Punkt, der dem Kunden weder sagt, okay, hier, das sind ja die und die, denen vertraue ich, ne? Die sehen gut aus, die sehen sympathisch aus, meine ich, und ja, da kann ich kaufen. So, jetzt auf das Herzstück des Shops. Ich finde diese Seite, diese Produktseite so super. Ich habe die jetzt auf, ich glaube, 4 Folien aufgeteilt, weil die so groß ist. Aber sie beinhaltet wirklich alles, was man braucht. Man sieht ein riesiges Produktbild, kann die Farben ändern, dann tauscht sich das Bild hier gleich aus. Wir haben oben einen Titel, der das Produkt ganz klar benennt. Wir haben einen kleinen Teaser und wir haben eine Beschreibung. Ich lese das. Nee, das könnt ihr gut sehen, es ist lesbar. Das Must-Have für freiheitsliebende Menschen mit Bewegungsdrang, aber auch für Couch-Potatoes. Also man deckt im Grunde die Kundenansprache direkt ab, warum muss ich das haben? Die arbeiten jetzt mit Freiheit und mit diesen Triggern, die halt psychologisch die Zielgruppe ansprechen. Und in dem Fall Zielgruppe wahrscheinlich schon so Outdoor-Menschen und Alternative. Wir haben gleich nach dem kurzen Intro einen Kaufen-Button mit einem Preis, auch wenn noch gar nicht alle Funktionen und Features des Produktes erklärt sind. So,
Sehr gerne, bitte. Muss nach deutschem Recht nicht immer bei der Preisangabe die Versandkosten und die Steuer mit berücksichtigt bzw. angegeben werden? Das ist kein Shop aus. Also nach. Trust also Shop sagt das auch, doch. Wie gesagt, ich bin auch Laie, aber nach dem Recht dann genau. Dieses Ganzen inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten, das halt immer die Blick der Schlamm und dann ist es okay, alles andere so. Okay, also ich bin auch auf dem Stand, dass man es eigentlich drunter schreiben muss. Kann sein, dass sich was geändert hat. Klar, man kann an dieser Stelle noch ein Recht sagen, was kostet der Versand jetzt wirklich. Das kann ja in anderen Ländern gehen. Ich würde es halt so lösen, dass man einfach drunter schreibt, zuzüglich Steuer und Versandkosten. Versandkosten dann verlinkt auf ein Pop-up, in dem man dann die einzelnen Cases reinschreibt, wenn es ins Ausland geht, wenn es dahin geht. Heimer 45, ne? Also jetzt kommt ein Break noch dazwischen, oder? Ich glaube, ja. Ach so. Also, oder wolltest du durchmachen? Nee, ich kann auch eine kurze Pause machen, wenn ihr mögt. Ja? Dann machen wir eine kurze Pause in 5 Minuten, alles klar. Dankeschön. Also wir haben die Emotion angeregt, wir haben das Call-to-Action-Element untergebracht, wir haben große Bilder untergebracht und jetzt kommen wir zu den Funktionen. Das ist ein Produkt, das keiner kennt, dementsprechend muss man es natürlich auch online gut verkaufen. Es ist sehr erklärungsbedürftig. Jetzt kommen wir in den Teil der Funktionen. Die zeigen hier wirklich alle Features mit sehr, sehr selbsterklärenden Bildern und kurzen, prägnanten Informationen zu. Das ist für den Kunden sehr, sehr greifbar. Der kann das überfliegen und weiß gleich, oh, okay, cool, das Teil kann da das und das und ich kann es auch noch einpacken in den Sack. Super. So, nachdem die Funktionen erklärt wurden, kommen wir zum Punkt, also das ist alles eine Seite ja jetzt, ja, ich habe es halt nicht auf meine Folie bekommen, klar. Kommen wir zum Punkt, dass es in verschiedenen Größen da ist. Man hat einen Punkt, Bach-Hochumfang findest du hier, da kommt man auf eine Erklärungsseite. Also sprich, wenn man nicht weiß, was hat man denn da jetzt konkret für Maße, findet man unter diesem blauen Link eine Erklärung, wie man das ausmessen kann und so. Das ist super bei beratungsintensiven Produkten. Und jetzt wird es richtig gut. Man kann da kann sich den Schlafsack, sag ich mal, in einer 360-Grad-Ansicht anschauen. Also man kann das drehen, kann da wirklich alle Elemente anschauen. So. Dann haben sie ein Video drin. 10 funny reasons for getting a Mustard back. Da gehen sie halt ein bisschen so in diese spaßige Schiene. Und das lockert halt das Verhältnis zum Produkt ein bisschen auf, was für das Vertrauensbildende und für das Hervorheben von den Vorteilen sich sehr, sehr gut anbietet bei dieser Art von Produkt.
Fragen? Und erst nachdem man diese ganzen tollen Features gezeigt hat, kommt dann der Part technische Details. Also so das, was ich sag mal 80%, das schätze ich jetzt, in der Online-Shops als erstes sagen, technische Details. Das interessiert eigentlich keinen. Es sei denn, es ist natürlich zum Beispiel eine Stereoanlage oder ein anderes technisches Produkt, muss man meiner persönlichen Meinung nach gar nicht am Anfang nennen, sondern zuerst die Story aufbauen, den Kunden mal so beibringen, was krieg ich hier und dann auf die trockenen technischen Details eingehen. Am Schluss unten haben wir dann noch Cross-Selling, dass man sagt, okay, wir haben aber auch, falls sich da das jetzt nicht anspricht, noch verschiedene andere Produkte und vor allem auch am unteren Teil von der Seite wieder im Call-to-Action-Button, nachdem er sich die ganzen Informationen angesehen hat und vielleicht vom Produkt überzeugt wurde, was ich hierbei annehme. Sind die 5 Minuten um, dann würde ich hier gerade einen Break ziehen. Ja, alles klar. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen.